Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns auf www.trotto.de und www.hufer.de. Ja, was war das für ein Wochenende in Örebro in Helsinki? Zwei tolle neue Teilnehmer für die Loppet mit Önas Prinz und mit Cockstyle. Unsere V75-Tippgemeinschaft, wo wir wirklich auf dem letzten Meter noch abgefangen worden sind von Erik Allison und Falcon Eye, der uns ja den Sieg in der V75 und die 7 Richtige für unsere Tippgemeinschaft versaut hat. Es hätte zwar nicht einen riesen Gewinn gegeben, aber alleine, dass man 7 Richtige hatte, hätte natürlich schon ein bisschen dazu geführt. Ich sage nochmal Dankeschön für alle, die bei unserer Carsten Borg und Jörn Finger Tippgemeinschaft mitgemacht haben. Es gab ja ein bisschen was zurück, 5,32 Euro pro Anteil, also man hat pro Anteil quasi 4,68 Euro fürs Entertainment bezahlt. Ich sage mal, das geht ja noch, wenn man das so bedenkt, was bei anderen Tippgemeinschaften teilweise ja auch schiefgelaufen ist. Und natürlich hatten wir einfach nur Pech, dass Erik Allison am Ende die Lücke gefunden hat, Björn Gub fairerweise mit Moni Baiki, muss man sagen, auch auf der zweiten Spur geblieben ist und nicht nach innen gezogen ist, was er auch nicht gedurft hätte. Ja, und deswegen, also es war ein spannender Nachmittag in Örebro, muss man sagen. Und ich hoffe aber, der eine oder andere, der dieses Video hier geschaut hat, der hat natürlich meinen Tipp des Tages Iceland Falls mitbekommen. Die Stute hat toll gewonnen in den Stowe Eliten, hat wirklich sich toll verkauft und hat dann zur Quote von 82 zu 10 gewonnen. Ich habe von einigen Usern schon gehört, dass sie sich ein bisschen daran bereichern konnten, dass sie ein bisschen gespielt haben. Ich gratuliere allen. Ich habe auch natürlich ein bisschen getroffen, sage ich ganz ehrlich, mit Iceland Falls. Und ich hoffe einfach, ihr seid auch dabei gewesen und habt natürlich hier das Glück auf eurer Seite gehabt. Deswegen, es lohnt sich hier bei mir, bei Jörn Swedish Racing World, ab und zu mal reinzuschalten und zu hören. Denn Iceland Falls war wirklich mein Tipp des Wochenendes und es hat sich ja wirklich gelohnt. Lohnen tut sich aber auch, was am kommenden Samstag passiert. Denn am kommenden Samstag kommt der erste große Saisonhöhepunkt in Schweden an den Ablauf. Das Finale zum Paralympia-Travel 2022. Und das kommt auch mit dazu, die Finals zum Kunga-Pokal und zum Drottning-Silvia-Pokal 2022, wo es die Vorläufe vor zwei Wochen am Freitag in Orbi gegeben hat, wo ja Usain Nobel, unser deutscher Vertreter, wirklich für Furore gesorgt hat, der für mich im Finale auch eine richtig, richtig gute Chance hat, das sage ich ganz ehrlich, Robin Bakker wird es mit Sicherheit richten. Und wie gesagt, also ein Renntag zum Zungeschneizen. Ich werde natürlich vor Ort sein, selbstverständlich in Orbi, werden wir das Ganze natürlich angucken. Aber ich kann jetzt schon sagen, es lohnt sich nicht nur die V75, die ja immer um 16.20 Uhr beginnt, anzusehen, sondern auch, was davor passiert. Wir haben im ersten Rennen ein Kaltblüterrennen, wir haben im zweiten Rennen den Lyon Grand Prix, also ein Rennen für Fünfjährige. Dort startet unser deutscher Derby-Sieger 2020, Wild West Diamant mit Robin Bakker zum Beispiel. Dann haben wir im dritten Rennen haben wir hier wirklich schon bereits die Klasse 2, STL Klasse 2, die gar nicht mehr in die V75 reingepasst hat, weil sie so pickepacke voll ist. Dann haben wir im vierten die Paralympia-Monté-Eliten Summerstayer-Vorlauf und hier ist Ronja Walter mit Hamburg Trans Air am Ablauf. Der Hamburg Trans Air, der ja letztes Jahr beim Lead Lobby mit Michelle Monster so aufgetrumpft hat. Also ihr seht, es ist ein sensationelles Programm am kommenden Wochenende in Orbi, am kommenden Samstag. Ganz kurz als Hinweis, am Sonntag in Vaggeryd im sechsten Rennen wird Toni Böker an den Ablauf gehen. Auch das ist natürlich eine Sensation, das sage ich auch ganz ehrlich. Toni Böker, das wird in Schweden in Vaggeryd auf der Rennbahn in der Nähe von Jönköping in den Sölkisteinen und wird dort ein Amateurfahren absolvieren. Auch da lohnt es sich reinzugucken. Sonntag, sechstes Rennen Vaggeryd, sollte man sich merken, im Rahmen des Grand Slam 75. Aber hier, wie gesagt, also ich muss nochmal sagen, was am Samstag hier kommt, das lohnt sich wirklich. Wir wollen natürlich jetzt auf die V75 schauen und wollen uns mal die Rennen angucken, was uns da erwartet. Um 16.20 Uhr geht es natürlich los mit der V75. Und ihr könnt natürlich alle Rennen aus Orbi hier bei uns auf www.trotto.de oder www.hufer.de wetten und auch im Livestream verfolgen. Ich sage immer, es ist nicht überall der Fall. Es gibt auch Wettanbieter, da gibt es keine Live-Bilder. Bei uns, bei www.trotto.de, da gibt es die Live-Bilder. Und deswegen seid auf jeden Fall am Samstag mit dabei. Das lohnt sich richtig. Das kann ich jetzt schon versprechen. Ja, wir fangen direkt an im fünften Rennen mit dem ersten Highlight des Tages, dem Drottning-Silvia-Pokal 2022. Ein Gruppe-1-Rennen international, dotiert alleine mit 100.000 Euro, 1 Million schwedische Kronen für den Sieger, nur die Siegerin, muss man ja sagen, es sind ja Stuten in den Ablauf kommen. Und ich gehe hier in diesem Rennen ganz klar mit der Programmnummer 2, Glamorous Rain und Örjan Schietze. Glamorous Rain hat wirklich dieses Rennen sensationell den Vorlauf bestritten. Sie war
im Kriterium nur Vierte, das, oder in den Oaks, muss man ja sagen, in den Kriterium Oaks für die Stuten, war sie im letzten September nur Vierte. Das war so wieder dieser Klassiker, wo man sagte, naja, in großen Rennen, das ist so ein bisschen wie Konrads Röd-Luwa, in den großen Rennen ist Glamorous Rain nicht so gut. Sie hat dann zwar die Breeders' Crown Escalade gewonnen, aber die Art und Weise, wie sie ihren Vorlauf gewonnen hat, das war sensationell. Und deswegen Glamorous Rain, die Programm Nummer 2 für mich hier, die Siegerin im Broadlands Silvia Pokal. Mitnehmen muss man aber auch die Nummer 4, Deborah S.H. mit Frederik Persson. Thomas Urberg hat ein bisschen glücklich am Ende die Stute als Siegerin vorgestellt in den Vorläufen. Man muss sagen, es gab in dem Vorlauf so ein bisschen turbulente Galoppaden und da war einiges los. Trotzdem, Deborah S.H. hat sich gut durchgesetzt. Ob sie aber gegen Glamorous Rain eine Chance hat, das wage ich hier wirklich zu bezweifeln. Cheva Mir, die Programm Nummer 3 mit Robin Bakker, hat sich auch gut durchgesetzt. Das war auch ein tolles Laufen. Das war ja dann nach dem Erfolg von Usain Nobel. Und da war Cheva Mir auch sehr überzeugt, hat sich da wirklich gut durchgesetzt. Robin Bakker hatte ein gutes Gefühl, auch hat er mir gesagt nach dem Heat, das sah ganz gut aus. Und ich glaube aber trotzdem, dass Glamorous Rain, die Programm Nummer 2, am Ende hier die Nase vorn haben wird. Wer noch einen kleinen Außenseiter sucht, die Nummer 6, A Perfect Face mit Adrian Colgini, war im Vorlauf nicht weit weg von Cheva Mir. Das war nicht so weit. Und A Perfect Face hatte vorher zweimal ganz klar Jägersrunde Sovala gewonnen. Die Studie ist nicht schlecht. Sollte man hier auf jeden Fall nicht unterschätzen. War Vierter in der Breeders' Crown, ist also auch nicht ohne. Donna Summer auf Programm Nummer 1 habe ich nicht so mumm. Emilia Leo hat zwar einen tollen Vorlauf gezeigt, davor hat die Stute nicht so besonders viel gezeigt. Für mich die Nummer 2, Glamorous Rain. Mitnehmen sollte man die 3 Cheva Mir, natürlich die 4 Deborah S.H. und die 6 A Perfect Face. V75-2, es geht direkt weiter mit der Bronze-Division. Und zwar auch hier gilt natürlich jedes Divisionsrennen, die Finals finden statt am Elite-Lobby-Wochenende. Das heißt natürlich, viele hier von den Fernen, die hier starten, wollen natürlich in 4 Wochen oder in 3 Wochen, das ist ja sogar schon, am Elite-Lobby dann teilnehmen. Und deswegen muss man natürlich auch nochmal schauen, wer ist schon qualifiziert, worum geht es denn noch, einige brauchen noch Startpunkte. Und deswegen ganz interessant für mich in diesem Rennen die Nummer 3, Borups Tornado und Ulf Olsen. Borups Tornado aus dem Stall von Ulf Steenströmer. Zuletzt in Romme am 17.04. am Ostermond, also Ostersonntag, ein bisschen unter Wert geschlagen, das muss man ganz deutlich sagen. Da war Borups Tornado Dritter. Hatte mich da ein bisschen überrascht, da hatte ich ein bisschen mehr erwartet, sage ich ganz ehrlich, dass er also nicht so gut durchgezogen hat, hatte auch einen schlechten Rennverlauf. Trotzdem die Nummer 3, Borups Tornado, muss man hier auf jeden Fall mitnehmen. Vom Heaven Itzala, die Programm Nummer 1, hat in Halmstadt wirklich brilliert. Von Startplatz 11 am Ende war ganz vorne auf den zweiten Platz gelaufen, hat wirklich da toll wirklich sich noch eingesetzt, hat den Sieg wirklich nur haarscharf verfehlt, kann hier von Startplatz 1 vielleicht eine gute Lage bekommen und dann, wir denken an einen Orbi Open Stretch, man kann innen vorbeifahren. Vom Hebelzahn hat einen mörderischen Speed auf den letzten 200 Metern, also diesen Former Buffson sollte man hier auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Karl-Johan Jepson hat jetzt dreimal mit ihm toll gelaufen, hat auch am 1.3. in Orbi mit ihm schon gewonnen, also den würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Brandbys Jukebox mit Hans Krebers. Zuletzt in Zurbana am 6.3. Divisionsfinale war man weg. Davor hat man allerdings in Kalmar am 5.3. toll gewonnen. Zuletzt in Orbi war man 4 platziert. Brandbys Jukebox ist so ein bisschen eine Überraschungsbox, sag ich mal. Der 9-jährige Wallach ist manchmal richtig gut drauf, manchmal will er gar nicht. In so einem Rennen kann der aber hier wirklich mal wirklich wieder aus der Kiste fallen, sozusagen. Und deswegen Brandbys Jukebox sollte man hier auf jeden Fall mitnehmen. Aber auch die zweite Farbe von Hans Krebers, Nummer 11, Gerben mit Erik Alisson. Gerben kennen wir ja auch aus Deutschland, hat sogar der Breeders' Crown letztes Jahr versucht mitzulaufen, ist da am Anfang relativ schnell gesprungen und war disqualifiziert. Zuletzt sind die Formen relativ gut. Es gab in Axevalla am 6.4. einen Sieg, davor auch nochmal Siege in Örebro und in Mantorp im letzten Jahr. Erik Alisson im Sulke, wir haben ja am letzten Wochenende gesehen, was Erik kann. Also Gerben, die Programm Nummer 11 würde ich hier auf jeden Fall mitnehmen. Und Freund von Außenseitern nehme ich noch, würde ich noch die Programm Nummer 5, Titan Yoda mit Örjan Schiedström ans Herz nehmen. Titan Yoda, zuletzt ist disqualifiziert in Heimstadt, davor gab es aber in Eskilstuna einen Sieg beim Comeback und Jennifer Persson hält sehr, sehr viel von ihrem Titan Joe, von diesem Ready Cash Zone, muss auf jeden Fall hier mit auf den Schein. V75-2, wir nehmen mit die 1 From Heaven Itzala, die 3 Borups Tornado, die 4 Brandbys Jukebox, die 5 Titan Yoda und die Programm Nummer 11 Gerben. Freunde, viele Deutsche werden natürlich auch noch für Susanne Auer hoffen, die Programm Nummer 7 Ornello mit Konrad Lugauer war im Halmstadt drittplatziert, davor gab es auch in Orbi einen dritten Platz. Ornello ist ein gutes Pferd, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber ich glaube, dass er heute hier in dieser Gesellschaft von diesem Startplatz es sehr, sehr schwer haben wird. V75-3. Wir machen weiter mit dem nächsten Highlight, den Königs-Gustav, also den Kunga-Pokalen 2022. Ein Gruppe 1-Rennen international und natürlich
Der Sieg geht hier, wie auch schon bei den Stuten, über Örjan Kihlström, Daniel Redén mit Francesco Sett. Wer den Vorlauf von Francesco Sett gesehen hat, der hat eigentlich keine Zweifel mehr. Francesco Sett, unser Kriteriumssieger im letzten Jahr, unser Breeders' Crown-Sieger im letzten Jahr, hat beim Vorlauf direkt nach der Pause brilliert, war unangefasst vorne. Also alles andere als ein Sieg von Francesco Sett in diesem Rennen wäre eine Sensation, aber natürlich, jedes Rennen muss gewonnen werden und natürlich stehen die Hoffnungen hier bei der Nummer 3, Usain Lobel, auch sehr hoch, denn Usain Lobel hat ein sensationelles Rennen, das muss man nochmal sagen, ein sensationelles Rennen im Vorlauf gezeigt, außenrum am Ende den Sieger gestellt, also er hat innen den lange führenden außenrum wirklich noch massiert und am Ende noch auf der Linie abgefangen, nach absolut schlechtem Rennverlauf, das muss man ganz ehrlich sagen. Also Usain Lobel hatte alles gegen sich. Robin Bakker hat wirklich toll gefinisht und das war eine sensationelle Leistung, was Usain Lobel da geschafft hat, muss ich sagen, wirklich also gegen Felix Orlando, der ja bei weitem kein Schlechter ist. Felix Orlando ist hier auch wieder dabei, die Programm Nummer 6, hat unter anderem ein E3-Finale gewonnen. Also der kann auch schon einiges, dieser Felix Orlando. Zwei E3-Finale hat er sogar gewonnen. Also die Langstrecke und die Kurzstrecke und Per Nordström hat eh Form. Aber das war sensationell. Also natürlich muss Francesco Sett mit die 3 Usain Lobel, die 6 Felix Orlando. Wer ein bisschen die Vorläufe geguckt hat, ich war ja live vor Ort, der muss auch ganz wichtig die Nummer 11 Larry Wood mitnehmen mit Joachim Löfgren. Larry Wood war Dritter, aber Joachim Löfgren, wer hat es genau gesehen, hat nicht alles getan. Er hat ihn einfach nur ins Finale laufen lassen. Larry Wood hatte davor einen Sieg und einen zweiten Platz in Jägersro geholt. Das ist für mich ein richtiger Außenseiter. Wenn der eine Lage bekommt, wenn der sich irgendwo versteckt, dann kann Larry Wood hier über den Open Stretch vielleicht sogar am Ende ganz, ganz weit vorne landen. Wenn du noch einen weiteren Außenseiter suchst, ich bin auch ein bisschen noch von Aquarius Face angetan. Der Vorlaufsieg war richtig gut. Wir kennen Aquarius Face, dieser Mosaik-Face-Hengst ist sehr, sehr unruhig, macht öfter mal Fehler. Wenn der glatt geht, ist der hier ebenfalls brandgefährlich. V75-3, Königs Gustav, der 5. Pokal, der Kunga-Pokal, Gruppe 1 international. Es gibt 100.000 Euro für den Sieger. Wir nehmen mir die 1 Aquarius Face, die 2 Francesco Sett, der vom Papier her logische Sieger. Die 3 Usain Lobel, unser Sieger der Herzen hoffentlich. Dann nehmen wir noch mit die 6 Felix Orlando und die 11 Larry Wood. V75-4, das ist die Sto-Eliten. Wir haben die nächste Sto-Eliten, nachdem er letzten Samstag ja mit Iceland Falls diese Sto-Eliten toll gewonnen hat und auch in Zobala starten wir, das weiß ich schon von den Besitzern, haben wir die nächste Sto-Eliten-Sitz und ich gehe hier mit der Programm Nummer 11 Kali Smart und Adrian Krajini. Kali Smart war zuletzt im Seyanöki Grand Prix vor 2 Wochen am Ablauf und ist dort wirklich nach einem sensationellen Start, auch aus der 2. Reihe, sie war sofort vorne dabei, ist Kali Smart dann leider im Einlauf angesprungen, sie hatte wirklich noch alle Möglichkeiten, sogar auf den Sieg gehabt, sie war Dritte am Ende durchs Ziel galoppiert, hatte aber noch sogar Chancen auf den Sieg vorne Willow Pride zu erreichen. Kali Smart, die 11, für mich eine absolute Siegerin hier, muss auf jeden Fall mit. Natürlich muss auch Honey Meras, die Programm Nummer 12, mit. Honey Meras kennen wir natürlich, Derby-Siegerin des letzten Jahres, Stuten-Derby-Siegerin des letzten Jahres aus dem Stefan Daniel Redén, möchte natürlich auch ins Zavallan-Wörtchen mitrennen, die 5-jährige Stute, hat hier auch sich beim Comeback am 15.04. in Fayestad in einem ähnlichen Rennen toll präsentiert, hat da toll gewonnen. Startplatz 12 ist für Honey Meras nicht ideal, aber natürlich muss man Honey Meras hier auf jeden Fall mitnehmen. La Sassicaia mit Robert Berg, Programm Nummer 7, war in Orbit zuletzt am 1.4. zweitplatziert. Davor gab es in Halmstadt Disqualifikation. Die Stute ist gut, eine Bold-Eagle-Tochter, kann einige Startplatz 7, ist für sie vielleicht nicht unbedingt der ideale Startplatz, aber mitnehmen sollte man sie hier auf jeden Fall. Betting Pacer, die Programm Nummer 2 mit Björn Hub, muss natürlich auch mit. Betting Pacer hat den Trainer gewechselt, das wissen wir, er ist jetzt bei Niklas Robertson im Training. Zuletzt gab es einen 4. Platz in Fayestad am 15.04., davor mit Björn Hub in Zavala einen 3. Platz im Divisionsfinale. Das war ordentlich, muss man ganz deutlich sagen. Von Startplatz 11 über die Meile, 3., das war wirklich nicht schlecht. Also dieser Betting Pacer, diese Stute kann hier durchaus auf jeden Fall auch überraschen. Und wenn ihr noch einen Außenseiter sucht, dann nehmt ihr die 8 Sayonara mit. Sayonara hat in Paris wirklich für Furore gesorgt, hat in Paris mehrfach gute Resultate gezeigt. Ich erinnere nur zum Beispiel am 12.12. an den 2. Platz mit Björn Gruben, wo sie wirklich außen angeflogen kam und wirklich haarscharf den Sieg noch verpasste. Auch am 15.01. in Paris im Rahmen des Prix de Belgique war sie am Ablauf, also nicht im Prix de Belgique, aber im Rahmen dieses Renntags, war da auch 3. Platz, ich war live vor Ort, das war ein tolles Laufen. Also Sayonara muss man hier auf jeden Fall auch mitnehmen. Die kommt zwar aus einer Pause, aber wir haben ja gesehen, Frederik Wallin hat seine Pferde wirklich richtig in Schuss, die
muss man auf jeden Fall mitnehmen. V75-4, die Stow Elite. Wir nehmen mit die zwei Betting Pacer, die Programmnummer 7 Lassa Sitkaya, ihr wisst, wenn ich meine mit Robert Berg, die 8 Sayonara, die 11 Kali Smart, meine Siegerin in diesem Rennen, und die 12 Honey Meras, die ja, Papierform-Siegerin, so muss man es ja sagen. V75-4, das ist das Rennen, wo man sich in meinen Augen wirklich nochmal breit aufstellen muss. Das ist nämlich ein Klasse-1-Rennen über 2041 Meter Autostart. Und hier in diesem Rennen können in meinen Augen ja bis zu 8-9 Pferde gewinnen. Das muss man ganz deutlich sagen. Von der Papierform her ist Il Forte hier ganz hochinteressant. Die Programmnummer 3 mit Oskar Ginnmann. Wir erinnern uns, Il Forte war der beim Divisionsfinale mit 70, 80 Metern teilweise vor dem Feld rumgelaufen ist. Und alle sagten, ja, der bricht ja sowieso ein. Das trägt ja sowieso nicht durch. Und er hat das Divisionsfinale dann mal eben kurz locker am Ende noch mit 15 Längen Vorsprung gewonnen. Also dieser Il Forte am 6.3., der es nicht gesehen hat, das Rennen sollte ich nochmal im Replay angucken. Das war sensationell. Teilweise wirklich 50, 80 Meter Vorsprung. Am Ende wurde er ein bisschen kürzer, logischerweise, aber er hat locker gewonnen. Wenn er diese Taktik heute wieder anschlägt, dann wird es für die anderen echt schwer, ihn nochmal einzuholen. Ich denke, das wird ihm nicht nochmal gelingen, weil die anderen natürlich jetzt wissen, was er davor hat. Aber Il Forte, die Programmnummer 3, muss man hier mit auf den Schein nehmen, besonders nach dem letzten Rennen in Zurballer. Interessant für mich ist die Nummer 1, Moons Lille Olle mit Anton Knudsen. Moons Lille Olle kommt aus Alltagsrennen, das ist natürlich in der Klasse 1 häufiger Fall, aber war da immer siegreich. In Mantorp, in Kalmar zuletzt, davor auch nochmal in Kalmar mehrfach. Also der Moons Lille Olle, Startplatz 1, warum nicht? Also mal einen Außenseiter mitnehmen, kann doch hier auf jeden Fall nicht schaden. Charlie Brown Effe, die Programmnummer 2 mit Rick Ebbing gemacht, jetzt in Orbi am 28.04. am Ablauf, also vor anderthalb Wochen in der V64 war es ja, hat er schön gewonnen beim Schweden-Debüt, davor gab es in Neapel und in Rom auch noch 2 Siege. Hier trifft Charlie Brown Effe natürlich um einiges schwieriger an. Der Sieg war gut in Orbi, das muss man sagen, ob er aber sich jetzt auch hier in der V75 durchsetzen kann, da habe ich so meine leichten Zweifel. Interessant für mich ist noch die Nummer 6, Detz Pepito mit Stefan Persson. Detz Pepito ist zuletzt mit Kallion Jepson in Orjeng am Ablauf gewesen. Dort war man siegreich. Davor gab es in Romme einen 4. Platz am Ostersonntag in der V75. Das war ordentlich. Und davor gab es noch einen Sieg in Axwalla am 29.3. Jetzt mit Stefan Persson, weil Kallion Jepson sich für die Fahrt mit Napoleon Cash entschieden hat, der natürlich auch hier Siegchancen hat, muss man ganz deutlich sagen. Wobei auch der 4. Platz in Örebro jetzt nicht so berauschend war. Das muss man deutlich sagen, letzte Woche, da war Napoleon Cash jetzt nicht jetzt am Samstag so überragend. Aber Detz Pepito und die Nummer 5 Napoleon Cash sollte man hier auf jeden Fall auch beachten. Bonne Nuit B aus dem Stall von Alessandro Gocciadoro mit Björn Grub ist natürlich hier auch hochinteressant. Zuletzt in Rom am 9.3. am Ablauf gewesen, dann gab es einen 3. Platz, davor in Rom einen Sieg, in Neapel einen Sieg. Wir wissen, dass Alessandro Gocciadoro zurzeit keine Form hat. Wir haben es in Helsinki letzten Sonntag gesehen, wir haben es am Samstag in Örebro gesehen. Alessandro Gocciadoros Stall ist zurzeit ein bisschen in der Formkrise und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Bonne Nuit B hier von Startplatz 7 wirklich so toll abschneiden wird. Von der Form her muss man die Stute auf jeden Fall mitnehmen, aber ich habe hier so ein bisschen meine Zweifel. Wenn auch einen Rauschmeister sucht, den P10 Plockequill mit Erik Alitzer mit Plockburn, zuletzt mit Elias Strandberg im Nachwuchsfahren in Berserker am Ablauf, dort war man siegreich. Davor 2. Platz mit Magnus Duse in Mantorp. Also diese Plockequill, dieser 4-jährige Hengst, der kann ja durchaus mal überraschen. In diesem Rennen ist, wie gesagt, sehr, sehr viel möglich. Grapperboy, die 11 mit Christopher Eriksson, kann ich mir auch nicht unbedingt als Sieger vorstellen, aber er hat viele Fans, er wird immer gewettet. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. V75-5, die Klasse 1. Wir nehmen mit Moons Lille Olle, die 2, Charlie Baun Effe, die 3, Il Forte, mein persönlicher Sieger in diesem Rennen, das sage ich ganz ehrlich. Dann nehmen wir noch mit die 5, Napoleon Cash, die 6, Detz Pepito, die 7, Bonne Nuit B, wobei ich warnen möchte vor der Form von Alessandro Gocciadoros Stall, und die 10, Plocke Coeur. V75-6, wir kommen zur Silberdivision. Da geht es auch mal richtig zur Sache. Und dieser Silberdivision gibt es wieder ein Wiedersehen mit dem Sieger des großen Preis von Deutschland 2021 mit Toto Barroso, mit Peter Untersteiner. Toto Barroso zuletzt in Halmstadt, drittplatziert mit Johann Untersteiner. Davor gab es eine Disqualifikation mit Johann in Halmstadt. Man hat also den Eindruck, mit Peter Untersteiner versteht er sich besser. Mit Peter Untersteiner war er auch im Derby Dritter 2020. Er hat den großen Preis von Deutschland gewonnen. Ich bin froh, dass Peter Untersteiner wieder Toto Barroso fährt in diesem Rennen. Startplatz 12 ist natürlich nicht ideal für ihn. Trotzdem, ich glaube hier, Toto Barroso, die Programm Nummer 12, muss natürlich hier mit auf den Schein. Ich war ein bisschen schockiert, als ich dieses Rennprogramm gesehen habe, dass schon wieder Iceland Falls läuft. Da sage ich ganz ehrlich, Iceland Falls, die Programm Nummer 9, ist hier schon wieder im Ablauf. Ich glaube, diesmal wird sie nicht gewinnen. Das sage ich ganz ehrlich, weil
Ja, ich weiß nicht. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Frederik Wallin sie schon wieder anspannt. Das sage ich ganz ehrlich, kann ich nicht nachvollziehen, das sage ich ganz ehrlich. Denn sie ist qualifiziert fürs Divisionsfinale. Ich sehe da keinen Grund, sie hier nochmal laufen zu lassen. Und gut, man hat es jetzt entschieden. Klar, die Studie ist gut drauf. Wir haben es in Örebro letzten Samstag gesehen. Iceland Falls, mitnehmen sollte man sie. Aber ob sie heute hier in Orbi gewinnt, da habe ich doch so ein bisschen meine Zweifel. Wobei man auch sagen muss, so viel ist hier nicht drin. Natürlich Unico Brunner, die Programm Nummer 6, natürlich muss man mitnehmen. Unico Brunner zuletzt wieder toll gewonnen gegen Phoenix Photo in Rommel. Da hat man wirklich sich nichts nehmen lassen. Startziel hat man da mehr weniger gewonnen. Davor auch drei, vier Siege aus fünf Starts und ein zweiter Platz, wo man eben gegen Phoenix Photo im Divisionsfinale verloren hatte. Da hatte man aber auch Startplatz 11, das muss man ganz deutlich, deutlich sagen. Also Unico Bohlein hier für mich natürlich mit Erik Eitzhorn die logische Siegerin oder der so logische Sieger, muss man auf jeden Fall sagen. Aber es sind noch ein paar andere drin. Oskar L., die Programm Nummer 5, ist geschont aus Örebro zurück. Oskar L. ist natürlich direkt beim Örebro International gesprungen, wir haben es gesehen leider. Jetzt ist er hier am Ablauf wieder und hat hier eine super Chance über 2140 Meter. Er ist frisch, er hat sich letzte Woche nicht verausgabt, deswegen warum soll das nicht gehen? Oskar L., die Programm Nummer 5 in dieser Silbersdivision. Und natürlich noch die Nummer 3, Astronaut Sente Zack mit Björn Goop, kommt aus Paris zurück, war im Herbst mal in Paris, danach hat man es in Schweden nochmal versucht. Astronaut Sente Zack ist ein gutes Pferd. Die Form ist nicht ganz da, vielleicht hat der Goldhelm hier auf jeden Fall ein bisschen gezaubert, der schwedische Goldhelm. Wir werden es auf jeden Fall sehen. V75-6, Silberdivision. Wir nehmen mit die 3 Astronaut Sente Zack, die Nummer 5 Oskar LA, unser Oskar LA natürlich, die 6 Unico Brolein, dann natürlich die 9 Iceland Falls und die Nummer 12 Toto Barroso. V75-7. Und da geht es natürlich dann jetzt richtig zur Sache. Das Paralympia-Travet-Finale 2020. 22. Der Sieger bekommt 150.000 Euro, 1,5 Millionen Kronen. Es ist ein Gruppe-1-Rennen international und man kann davon ausgehen, dass der Sieger dieses Rennens auch eine Einladung zum Elite-Loppet bekommen wird. Davon kann man eigentlich ausgehen. Wir erinnern uns an Ringo Starr Trepp, der sich darüber zum Beispiel qualifiziert hat und dann Elite-Loppet gewonnen hat. Brioni hat sich auch hier immer toll verkauft und hat dadurch seine Fahrkarte zum Elite-Loppet bekommen. Warum soll das dieses Jahr anders sein? Und natürlich gehen hier alle mit der Programm Nummer 1, Extreme und Björn Goop. Extreme aus dem Stall von Sten Juul ist natürlich schon als Elite-Shoppit-Starter gebucht, war in Halmstad ein bisschen enttäuschend, das muss man deutlich sagen. Da war man nur drittplatziert in Halmstad, hat aber auch nicht vielleicht alles gegeben. Heute wird das anders aussehen. Ich denke, Extreme wird hier wirklich gut vorbereitet in den Ablauf kommen und ist hier für mich ein absoluter Topstar, ein absoluter Siegertyp. Die 3, Delia de Pomereux mit David Thomas, ist für mich ja auch hochinteressant. Delia de Pomereux kommt aus Paris, war da in allen großen B-Rennen im Winter dabei, war im Prix d'Amérique dabei, war im Prix de France dabei. Hat in Canzoumer als Fünfte nicht enttäuscht, da war sie nicht weit weg vom Sieger. In Enghien zuletzt auch im Prix d'Atlantique Dritte gewesen. Also Delia de Pomereux kommt ja aus ganz anderen Rennen und normalerweise müsste man sagen, zwei Drittel dieses Rennens sind für Delia Pomereux, zwei Drittel dieser Teilnehmer sind für Delia Pomereux Laufkundschaft. Das muss man ganz deutlich sagen. Sie hat letztes Jahr dieses Rennen gewonnen. Warum soll das nicht dieses Jahr auch gehen? Also für mich ist Delia de Pomereux hier brandbrandgefährlich. Who is Who, die Programm Nummer 4, war jetzt zuletzt auch zweimal enttäuschend. So war er nur zweitplatziert gegen Stole de Show, hat man sich dann nicht durchsetzen können im Divisionsfinale. In Rommel ist man dann disqualifiziert worden. Da hatte Örjan Schied so ein bisschen was riskiert und ist sofort disqualifiziert worden, weil er zu schnell runtergezogen hat. Who is Who dann angeblich auch ja nicht von Erik Alzong gerammt worden ist. Das ist für mich sah es ein bisschen anders aus, aber gut. Who is Who, die Programm Nummer 4, natürlich hier interessant, sollte man mitnehmen. Born Unicorn, die Programm Nummer 5, hat dieses Rennen dann in Rommel gewonnen. Sehr überzeugend gewonnen. Also von Born Unicorn halte ich persönlich ja auch nicht so viel. Also dieser 8-jährige Wallach hat mich jetzt bis jetzt noch nie so richtig überzeugt, aber das Rennen, das war richtig gut in Romme, dass man ihm hier zumindest Außenseiterchancen einräumen müsste, der Programm Nummer 5. Interessant für mich ist noch die Nummer 7, Best of Dream Trio. Wir haben Best of Dream Trio zuletzt gesehen in Fayestar, da hat er gegen Önas Prinz und gegen Sam Moteur. Ja, das Sandwich gespielt, er war genau zwischen beiden. Also er war vor Önas Prinz und hinter Sam Moteur im Prinz Carl Philipps Jubiläumspokal. Danach gab es in Mantorp in einem höher dotierten Rennen eine Disqualifikation aus heiterem Himmel. Die hat man auch nicht nachvollziehen können im Stall. Natürlich ist die Nummer 7 hier relativ ungünstig. Best of Dream Trio wird natürlich versuchen, eine Lage zu finden, ist dann aber für mich nicht ungefährlich. Knight Broyle, die 8, hat sich toll qualifiziert in Halmstadt. Startziel, wie es man nach vorne geschossen hat, auch Extreme unter anderem in diesem Rennen besiegt. Ob das hier von Startplatz 8 wieder geht mit Konrad Lugauer, habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Aber wir wissen ja, Konrad Lugauer hat mit Copper Beach bereits schon mal so ein Kunststück verbracht. Und warum kann das nicht jetzt hier auch mit Knight Broyle wieder funktionieren?
V75-7, das Paralympia-Trabett-Finale. Wir nehmen mit die 1-6 Stream, die 3 Delia de Pomereux, meine Siegerin, meine persönliche, die 4 Who is Who, die 5 Born Unicorn und die 7 Best of Dream Trio und aus Sympathie noch die Nummer 8 Night Brother mit Konrad Lugauer. Ja, ihr seht, es ist ein absolut sensationeller Renntag. Ich kann euch wirklich nur raten, frühzeitig dabei zu sein. Es geht bereits um 14.35 Uhr los am Samstag aus Orbi. Es lohnt sich dabei zu sein. www.trotto.de, www.hufe.de, da bekommt ihr alle Infos. Ich werde mich Samstag nochmal aus Orbi melden mit den neuesten Informationen. Deswegen auf jeden Fall auch wieder abonnieren, liken, wiederkehren und denkt dran, das lohnt sich wirklich. Das ist das erste große Saisonhighlight in Schweden. Und natürlich könnt ihr auf www.trotto.de alles sehen. Also dabei sein, mitwetten. Und ich sage Lückertil und auf einen sensationellen Nachmittag. Ich freue mich drauf und ich werde live in Göteborg sein und für euch dann berichten. Also in diesem Sinne, Lückertil, bis dann und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.